Sobald du fähig bist, still zu sein, und wenn deine Aktivität aus dieser Stille entspringt, wirst du sehen, wie deine Aktivität viel einschneidender sein wird. Und deine Fähigkeit, aktiv zu sein, wird enorm dynamischer sein, als sie es im Moment ist. Es spricht nichts dagegen, wenn du dir ein wenig Mühe gibst und lernst, jeden Tag ein paar Minuten oder eine Stunde still zu sitzen, oder was immer du kannst. Du wirst sehen, wenn du deinen Körper stillhältst, wird nach einiger Zeit auch dein Denken still. Und du wirst klar erkennen, dass die Schwingung des physischen Körpers, die Schwingung des psychologischen Prozesses und die Schwingung des Lebens, das du bist, völlig verschiedene und unterschiedliche Erfahrungen dessen sind, was du bist, was dein Körper ist, was dein psychologischer Prozess ist. Das wird dir absolut klar werden. Darin liegt die Befreiung.